bisschen anderes ans Spiel geben und und. Deswegen haben wir uns mal ein nettes Do Not Game oder Don't Not Game rausgesucht. Und zwar das schöne, nette. Ja, wie heißt es? Tell me why. So, das werden wir uns mal anschauen, damit auch ihr da irgendwie was von habt. Ich guck mal gerade auf meinem Master-Monitor, damit halt so ist, dass es für euch perfekt ist. Und dementsprechend. Ja, gucken wir mal. So, die Einstellung bei Xbox Live anmelden. Hier wollen wir nicht. So. Einstellungen. Audio. Dynamischbereich. Bla bla bla. Alles soweit okay. Die Grafik. Fortgeschrittener. Ja, wir wollen ja wenn schon mit 60 FPS, ne? Und auf sehr hoch. So. Ohne Rahmen, weil wir ja immer mal aus dem Bildschirm raustappen können. So. Und in dem Fall übernehmen, ja. Dann gehen wir auf Rücktaste. Und dann würde ich sagen, Gamma haben wir schon alles eingestellt. Audio auch. Untertitel. Untertitel sind ganz, ganz wichtig. So. Hintergrund der Untertitel brauchen wir nicht. Steuerung, was haben wir denn da? Controller? Wir wollen nicht mit dem Controller spielen. Barrierefreiheit. Größere Untertitel? Nee. Das ist halt schon alles so im Reinen, wie es sein sollte. Okay, dann würde ich sagen, starten wir ins Spielgeschehen. Ihr seht hier oben schon die Adresse. twitch.tv/nerods. Das ist der Ort, an dem das Spiel zu sehen gibt. Und ich würde sagen, wir machen mal hier ein bisschen losgehen. Xbox Game Studio. Don't not game. Immer so, solche Spiele sind halt schon geil, ne? Hey Knaps. Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen, okay? Was ist heute Nacht passiert? Ich wollte ihr meine neue Frisur zeigen. Sie hatte eine Waffe. Sie. Lass dir Zeit. Sie ist ausgerastet. Ich. Ist schon okay. Nein, ist das nicht. Es ist nicht okay. Mom wollte mich umbringen, also habe ich sie erstochen. Ich habe sie umgebracht. Wow. Kapitel 1. Heimkehr. Ja. Die Mutter wollte den Jungen erstechen, beziehungsweise umbringen, und der Junge hat die Mutter dann dafür gekillt. Das ist schon krass. Also, schon heftiges Storytelling zum Anfang. Wohnzentrum Fireweed. Okay. Was ein Name?
Aber daran sieht man, dass das von den Machern von Life is Strange ist. Da räumen die in ihr Wohnzimmer auf, beziehungsweise ihr Kinderzimmer. Sieht halt aus wie die Alte aus Twilight, finde ich. Stand da gerade drauf Mauskeys? Achso, Hauskeys. Gut, zuerst suche ich die Schlüssel zum alten Haus. Dann fahre ich nach Fireweed und bleibe einfach ganz cool. Alles wird... Ach ja, ich habe ihn hier unten. So das typische, klassische, was man halt so macht, ne? Ach, hier hast du dich also versteckt. Kleiner Möchtegern, Yoda. Wartet mal gerade. Ich hab schon wieder eine scheiß Fliege hier drin. Die wird aber nicht lange überleben. Wir haben Fliegenkiller 0815. Auch wenn ich blöde Fliege, Junge. Unglaublich, dass elektrische Fliegenkacke geht immer. Zum Glück kommt Tyler mit. Man muss halt nur wissen, wo das blöde Viech sich befindet. Machen wir mal eine kurze Pause, Moment. Weil sonst nervt diese verdammte Fliege den ganzen Tag. Nein, nein! Ein Freiflug! Das ist mir gefallen. Ey, Benny! Er hat überlebt, Blau! Was? Hat das jetzt jemand geklippt? Bitte, bitte, bitte. Yes! I resetted the countdown! Oh, so I misclicked, my bad! Yo, no problem, dude! No one has seen that mistake! What? So, let's do it again! Okay, my game needs to start up real quick. Because I have to restart the stupid game. For you! I'm also gonna do something for my CPU real quick. Okay, now, when you... Next.
Bam. So, nice. Zugegeben, ich kann mich nie erinnern, wo ich gefahren sind die eiskalt habe. Im Auto mein am Auto Poppen, Alter? Ist irgendwie größer geworden. Geil. Wunder. Und irgendwie untertassenförmiger. Oh, das ist... Da sind die da im Auto am Poppen. La 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 la. Wie geil. La 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 la. Und langes, welliges Haar wie lieber Haar. Moment mal. Bleib in diesem scheiß Hyperball. Jawoll. Teil er mich überhaupt erkennen wird. Das letzte Foto ist noch aus meiner die Haare zu Hause färben lassen. So. Ich habe halt echt übelst das Problem. Miro, bist du wahnsinnig? Dankeschön. Krass. Ja, Leute, damit haben wir... Fuck, Alter. Ey, ganz ehrlich, Leute. Krass, Alter. Ihr wisst, was ihr damit gemacht habt, ne? So, ich muss mir mal gerade eine Fliegenklatsche holen, also eine manuelle. Weil wenn ich mal am Monitor sitze, dass ich mal so Batsch machen kann. Nervt einen dann nicht ganz so krass. Sorry dafür. Echt momentan nervig. Okay. Dann mal die Schlüssel. Ich glaube, ich kann jetzt los. So. Wir können uns aber hier noch mal ein paar Sachen ansehen. Raumfahrt und was? Ich sollte die wegwerfen. Immerhin kann ich sie jederzeit streamen. Aber der Anblick der Box macht mich glücklich. Ja, das wollte ich auch sagen. Also, sowas wegwerfen ist nie gut. Die muss ich mit nach Juno nehmen. Denn? So. Im Hockeyclub ist sie drin. Also, die ist halt schon gut unterwegs, ne? So. Ich habe seit der Highschool nicht trainiert. Bin bestimmt eingerostet. Ist das so? Ja, runter. Oder hoch? Oder was weiß ich wohin? Ellie, sie wird sich bestimmt unwohl fühlen. Achso. Ach, ich hasse das, wenn er es nicht selber vorliest, so, ne? Ich kann kaum glauben, dieses Zimmer zum letzten Mal zu sehen. Okay. Ich bin soweit fertig hier. Fehlt nur noch mein Kobold, dann geht's los. Okay, das heißt, die könnten wir nur ansehen. Ein Kobold. Also quasi ihn hier. Hey, du Kleiner. Bald wirst du deine Schwester wieder treffen. Hauptsache schön hier Alaska-mäßig Eis. Cool. Jetzt bin ich aufbruchbereit. So, man braucht halt nur den Kobold. Ah, alles klar. Scheinen wohl immer so kleine Anhänge zu sein, die man da machen muss. Please give me water and sun. Thanks.
Weißt du, das der kleine Junge aus dem Anfang des Spiels? Okay, schmeißt den Teddy weg. Hi, Tyler. Hi. Wir haben uns 10 Jahre nicht gesehen und du sagst Hi, Tyler. Oh, sorry, ich. Schon gut, Allison. Hi ist doch ein guter Anfang. Ist das schön, dich zu sehen. Finde ich auch. Das wirkt von den Mimiken her ein bisschen verloren. Willst du noch irgendwas mitnehmen? Nein, das war's. 10 Jahre in einer Tasche. Dann sollten wir gehen. Wir dürften noch die Morgenfähre kriegen. Die steht dir gut. Danke. Die ist von einem meiner Schützlinge. Die ist echt klasse. Ja, ich finde, er ist echt wahnsinnig talentiert. Ich habe Cafés in der Gegend überzeugt, seine Kunst auszustellen. Tyler Ronan, Mentor der nächsten Generation. Ja, wir sind im Arsch. Also, wirst du irgendwas hier vermissen? Die Leute. Ganz ehrlich, die Leute. Die anderen Bewohner, meine Schützlinge, mein Tutor Aaron. Der Anfang war schwierig. Aber dann wurde es mein Zuhause. Ich habe ihnen vertraut. Ich konnte dort ich selbst sein. Das ist toll. Das freut mich echt für dich. Fahren wir nach Dallas Crossing oder schieben wir? Du kannst gern zu Fuß gehen. Nee, versuchen wir es. Willst du dich nochmal umsehen oder so? Fertig. Fahren wir. Das Ding ist, der Anfang war jetzt echt vielversprechend, auch mit dieser Opening-Sequenz. Aber so jetzt gerade... Keine Ahnung. Ich glaube, das wird eher so ein ruhigeres Spiel. Doch, wirklich. Ich bin viel zu unkreativ, um mir sowas auszudenken. Ach, und letzte Woche musste die Fähre umkehren, weil ein Bär mit an Bord war. Nicht im Ernst. Jemand hörte aus einem Lieferwagen Lärm, also haben sie reingeschaut. Und drin lag dieser Bär. Fett und zufrieden auf einem ganzen Berg leerer Chipstüten. Immer dem Essen nach. Oh, das kann ich verstehen. Was ist dann passiert? Ich weiß nicht genau. Er wollte wohl nicht raus, also wurde er betäubt. Oh, armer Kerl. Ein Schuss in den Hintern für ein Fressfleisch. Tja, du weißt ja, wie es heißt. Im Bärengebiet geht Sicherheit vor. Ja, aber Prävention wäre besser. Wenn man vorher richtig nachdenkt, dann muss es gar nicht erst so weit kommen. Den Bären geht's gut, Tyler. Noch. Hast du schon gehört, dass sie überlegen, die Gesetze zur Trophäenjagd wieder zu lockern? Höhere Jagdquoten, grausame Bodenfallen. Sogar die Jagd im Winter soll wieder erlaubt werden. Was für Arschlöcher erschießen schlafende Tiere? Ja, das finde ich auch kacke. Ich bin kein Jagdgegner, aber Raubtiere sind extrem wichtig für das Gleichgewicht in unseren Parks. Was? Warum grinst du so? Ich meine es wirklich ernst. Oh, das glaube ich, Ranger Tyler. Noch nicht. Aber zumindest den Schulteil habe ich hinter mir. Aber recht hat er. Dass du schon einen Bachelor hast. Ich habe so ein halb abgeschlossenes Zertifikat in Buchhaltung von einem Online-College, das meine Kreditkartennummer geklaut hat. Du findest schon raus, was du willst. Du hast Zeit. Wie geht's dir? Als würde ich auf einen Schneesturm zufahren und das Nebellicht ist kaputt. Und jetzt wieder hier die... Und was ist mit dir? Okay. Allison? Wow. Ich war gerade total in Gedanken. Sorry. Was ist los? Tut mir leid, ich... Versuch nur die Tatsache zu begreifen, dass du hier bist. Dass du neben mir stehst. Auf dem Weg nach Delos. Das muss dir nicht leid tun.
Es ist echt krass. Also schön sieht's ja aus. Na, wenn man sich mal hier so alles anschaut, das ist schon schön detailliert ich schätze, gemacht. Es hat sich nicht viel geändert. Du meinst denn Delos? Noch immer ein trostloses Kaff. Ich will endlich hier raus. Das normale Leben, das du wolltest, war nicht ganz so wie erwartet, was? Also, Kabelfernsehen und unbegrenzt Strom waren schon ein Plus, aber in einer kleinen Stadt vergessen die Leute nichts. Einmal Außenseiter, immer Außenseiter. So ist das Leben. Wenigstens hattest du Michael. Ja, ohne ihn hätte ich die Highschool wohl nicht überlebt. Sicher fehlt er dir, wenn du ein Juno bist. Wie geht's ihm? Gut, gut, gut. Aber ich sehe ihn außerhalb der Arbeit zurzeit kaum. Er ist mit Tanzen beschäftigt und plant mit seinem Clan ein Potlatch. Aha, also so Flashdance-Typ, ja? Ist das Rauch da drüben beim Steinhaus? Das Haus da drüben? Nein, das gleich dahinter. Du weißt schon, das Haus, von dem sie den Kindern Spukgeschichten erzählen. Ach, das. Oh, einige von uns haben mal am Lagerfeuer getrunken und hatten die Idee reinzugehen. Tja, wir sind nur bis in den Garten gekommen. War bestimmt witzig. Ja, war's. Dum, dum, dum. Man kann halt hier mit der Umgebung noch interagieren. Das ist eigentlich echt cool. Aber im also, Grundlegenden... Zurück, was? Zum Steinhaus? Ich meine, wir gehen nach Hause. Ja. Ja, tun wir. Ob jemand das Haus kauft? Bisher keine Interessenten. Anscheinend sind Mordhäuser ohne Strom nicht besonders gefragt. Was, wieso? Immerhin ist die Aussicht hier schön. Nicht wie in Juno. Hey, Juno bietet tolle Bergaussichten. Und es gibt Leute, Unterhaltung. Willst du noch bei mir einziehen? Ich denk drüber nach. Ganz ehrlich, wenn ich so ein Haus wie da oben hätte... Kann ich dich was fragen? Und dann so ein Ausblick... Junge, ich würde nur nach draußen gucken. Schieß los. Ich hab gehört... ich meine... Moin, Rob. Als du, naja, deinen Abschluss hattest und vor 3 Jahren mehr geil wurdest... Du warst immer noch die ganze Zeit... Danke dir, mein Freund. Oder? Größtenteils. Eigentlich wollte ich ein paar Mal zu diesen Treffen für Transgender in Juno. Aber immer kam was dazwischen. Ich hätte wahrscheinlich mehr unter Leute gehen sollen. Doch ich wollte lieber da sein, falls die Bewohner mich brauchen. Du konntest also kommen und gehen, wie du wolltest. Ja? Aufwand. Warum fragst du? Ach nichts. Ich mach mir nur zu viele Gedanken. Bin neugierig, was du so gemacht hast. Aber dafür hast du jetzt hier einen guten Content. Ich spiele auf dem PC. Also ich kann mir eigentlich auch so ein PlayStation 4 PC oder Switch oder halt Super Nintendo, ne? Allison? Ja? Spuck's aus. Okay, versprich mir, dass du nicht sauer wirst. Was ist denn? Geschenk von Eddie. Ich weiß, du magst ihn nicht besonders, aber... Tut mir leid. Von Eddie also. Du meinst wohl Chief Brown. Also den Polizisten, der mich festgenommen hat. Komm schon, Ty. Du. Und dein Adoptivvater, wegen dem du mich 7 Jahre lang nicht besuchen durftest. Die Leitung von Fireweed hat ihm recht gegeben, Tyler. Sie hielten es für das Beste für uns beide. Tja, nun, das war's nicht. Vertragt euch doch. Ihr seid die 2 wichtigsten Menschen in meinem Leben. Das heißt, die bumst ihren Stiefdad, oder was? Für mich. Ich vergeb ihm. Ist das Tammy Wise was wie Until Dawn? Jein. Also, weiß ich jetzt noch nicht. Du weißt, was Geschenke in der Kultur der Tlingit bedeuten. Und was es heißt, ist eher so wie, ich hatte den Namen eben noch auf der Zunge. Heißt das nochmal? Na gut. Ich nehme ihn, aber ich trage ihn nicht. Wirklich? Echt? Die bumst ihren Stiefdad anscheinend. Ich mach das für dich, nicht für Chief Brown. Weißt du, nenn ihn doch Eddie. Oder auch Onkel? Nein, danke. Mir fällt der Name nicht mehr ein.
Das ist halt dieses Don't Not Game. Die haben auch diese andere große Reihe gemacht. Life is Strange, genau. Geil. Zu Hause ist es doch am schönsten. Ja. Wäre es sehr unpassend, wenn ich jetzt zu Hause anrufen muss? Ja. Vollkommen. Sorry. Nur zu. Und entschuldige dich bitte nicht andauernd. Okay, entschuldige. Danke. Okay. So. Die telefoniert jetzt. Wir können jetzt mal hier noch ein bisschen schauen. Seltsam, wieder auf diesem Boot zu sein. Da können wir jetzt hier ein bisschen rumchillen. So. Ob wir auch da oben rauf können? Mit dir hier. Morgen. Hallo. Genießt du die Fahrt? Ich kann mich an dieser Aussicht nie satt sehen. Aber hallo, wohin geht's? Delos Crossing? Ich auch. Auch aus der Gegend? Geboren und aufgewachsen. Bin hier aufgewachsen. Ach, sieh mal an. Ich bin in deinem Alter nach Anchorage gezogen. Damals gab's in Delos fast nur Indigene. Klinket, Eider. Ich war seit 5 Jahren nicht daheim. Familienbesuch? Wurde also Zeit für einen Familienbesuch? Allerdings. Du hast es vielleicht noch nicht gemerkt. Aber die Leute werden ganz schnell alt. Stimmt. Wie desinteressiert er da so durch die Ecke guckt. Alex Gershwin. Nicht verwandt. Mit George Gershwin. Gershwin. Der Pianist. Alle fragen immer, ob wir verwandt sind. Also sag es lieber gleich. Oh. Wie sagtest du, ist dein Name? Hab ich nicht. Ich bin Tyler. Tyler Ronan. Ich, Ronan? Von den Ronans? Passiert da noch was oder geht das die ganze Zeit so weiter? Also, ich weiß es noch nicht. Dass die Mädchen einen Bruder hatten. Ist ja noch der Anfang. Ah. Ich. Hat mich gefreut. Ja. Viel Spaß in der Stadt, Tyler. Das ist ja so ein Mix aus Point-and-Click-Adventure und keine Ahnung. Drama-Scheiß, gehe ich mal von aus. Bin mir aber jetzt nicht so sicher. Ich gedacht, kann ich da hochgehen? So? Nee. Untersuchen. Ist die Jagdsaison nicht fast vorbei? Na, fast. Hab eine Erlaubnis für eine der letzten Jagden der Saison. Jetzt macht er sich unbeliebt. Wow, eine echte Antiquität. Du bist keiner von diesen Typen, die eine 06er alt und langweilig finden, oder? Ich frag mich, ob ich Zeit habe, zum Bussardloch zu gehen. Wie war das? Nichts. Das können wir ja zurück zu unserer Schwester gehen. Die sollte fertig mit Telefonieren sein. Was steht da drauf? Ätzend. Hey, das habe ich gehört. Ja, so Crime Gun Control ist halt... ganz ehrlich, ne? Recht Zufall, dich hier zu treffen. So. Es geht nichts über frische Luft. Hey, hast du dich schon bei Denali beworben? Noch nicht. Ich brauche viel mehr Erfahrung. Du bewirbst dich doch nicht als Nationalparkleiter. Die haben bestimmt auch Einsteigerstellen, oder? Ja, schon. Aber ich habe keine Praktika oder Freiwilligenarbeit. Da bewerben sich wahrscheinlich hunderte... verschiedensten Sachen, die man anklicken könnte. Komm schon, das weißt du nicht. Versuch's einfach. Hey, war das nicht unser Steg zum Schwimmen? Ach nein, das war ja am See. Oh, den haben sie abgebaut. Was? Nein.
Mann, die ganzen schönen Erinnerungen. Wie du mich in den See geschubst hast? Der Typ ist mir nicht geheuer. Welcher Typ? Der alte Mann? Tut mir leid. Kinder sind fies. Naja, nur Schokolade stimmt mich gnädig. Dir. Ja, der ist halt schon komisch, ne? Also, man weiß es noch nicht, was da jetzt kommt. So, das ist jetzt halt wieder so, jetzt kommt erstmal wieder nicht. Okay, da vorne ist die Anlegestelle für die Fähre. Ja, ist halt schon, ich sag mal, ein Spiel, was ein bisschen ruhiger ist, als wie jetzt, sag ich mal, die ganze Zeit Old Republic zu zocken. Weil bei Old Republic, ja, ist halt ziemlich viel Action und auch ziemlich viel Text hinter und Story, aber so, ja, ich glaube, wir sollten uns mal wieder ins Auto setzen. So. Und ja, ist halt ein bisschen entschleunigt. Ein bisschen Storytelling, wie halt bei Detroit Become Human. Bei Detroit Become Human auch schon sehr actionlastig zum Teil manchmal war. Und dafür, dass das Spiel jetzt hier umsonst war, ist es eigentlich relativ cool gemacht. Also hat ja irgendwann mal Geld gekostet, ansonsten würden sie ja nicht lau raushauen. Ah, die Atmosphäre ist halt schon echt cool gemacht. Also ist halt schön. Ist halt so ein kanadisches Setting und das gefällt mir halt sehr. Also ein schönes Blockhäuschen beziehungsweise so eine schöne Holzhütte wäre auch mal was, ne? Wow. Es ist genau wie in meiner Erinnerung. Nur verschwommener. Wie ein liegengelassenes Polaroid. Von außen wirkt es fast charmant. Der Charme ist nicht das Problem. Strukturelle Intaktheit? Oh. Was denn jetzt passiert? Schon eher. Glaubst du, es könnte sein, dass der Käufer es, naja, abreißen lässt? Wenn es jemand kauft, kann er damit machen, was er will. Das sind auch fantastische Games. Ich etwa? Klar. Überall hier sehe ich Bilder unserer ganzen Abenteuer. Und ich sehe... Man of Medan habe ich nie gespielt. Beyond Two Souls leider auch nicht. Allison, wir könnten was essen gehen. Morgen loslegen. Nein. Wir schaffen das nur, wenn wir anfangen. A Little Hope habe ich auch nicht gespielt. Nach dir. Kann ich dir empfehlen, die zwei? Ja, das sagt jeder. Gucken wir erstmal so in die Fenster. Hast du vor deiner Abreise aus Fireweed was geraucht? Die Tür ist gleich da. Geiler Spruch, ey.
verschlossen. Naja, gut, dass ich daran gedacht habe. Ist das der richtige Schlüssel? Nein. Der falsche. Klar. Vielleicht hat jemand das Schloss ausgewechselt. Wer würde sowas denn machen? Keine Ahnung. Wir sind aufgeschmissen. Gibt's einen Plan B? Ja, wir kommen anders rein. Keine verschlossene Tür kann die listigen Kobolde aufhalten. Ja, wir kannten doch Millionen Wege rein und raus. Einer davon muss funktionieren. Fenster einschlagen, reinkriechen, ab dafür. Beste und einfachste Weg. So, okay, das funktioniert ja nicht. Die richtigen Kobolde. An die habe ich ewig nicht mehr gedacht. Oder sollte ich sagen, an uns? Wir waren fast öfter Kobolde, als dass wir Kinder waren. Oh, erinnerst du dich an all die anderen Wesen? Die Mondhexe, den Eiskönig? Na hier. Wenigstens steht die Hütte noch. Ja, aber ich will nicht darüber nachdenken, was da drin alles lebt. Tja, besser lebend als tot, was? Igitt, ja. Kümmern wir uns später. Es ist fest verschlossen. Okay. Haben wir auch irgendwie sowas wie so ein Item-Menü? Nein, natürlich nicht. Was hat sie nachts hier draußen gemacht? Komm schon, Mann, denk nicht darüber nach. Hausgemachte Reinigungsprodukte helfen sicher dem Planeten, aber ihre Lagerfähigkeit ist für die Katz. Schreibt es auf die Einkaufsliste. Wir durften nie ihr Werkzeug benutzen. Wahrscheinlich hatte sie Angst, dass wir uns verletzen. Oder sie dachte, wir machen Randale und zertrampeln ihre geliebten Pflanzen. Und das haben wir wohl. Also. Hidden Agenda ist auch cool. Habt angespielt, wie es mich mehr zum Zocken gereizt. Vor allem, weil man mit dem Handy spielt. Ja, das habe ich mir auch schon mal angeguckt, aber war für mich so, weiß nicht. Also, das so Spiele, wo du mit mehrfachen Leuten, also mehreren Leuten spielen kannst, mit den Handys, das ist schon geil gemacht, also die Idee, aber hat mich halt nie gereizt. Unfassbar, dass sie noch hier sind. Ja, verstecken wir sie, damit sie möglichen Käufern keine Angst einjagen. Wieso Angst einjagen? Also ich finde die cool. Also ich würde das Haus so nehmen. Ja. Weißt du noch, wie wütend sie war, wenn wir nicht den Kompost benutzt haben? Und sie wusste genau, wann wir gelogen haben. Verschwende nichts oder sag dem Planeten leb wohl. Ja, es gibt noch andere solche Spiele außer Hidden Agenda. Das sind dann so Sachen wie Bass und so ein Scheiß. Aha, guck mal hier. Brauchst du Hilfe? Nein, es geht schon. Okay. Wenn wir das Brett aus dem Weg schaffen, kann ich mich vielleicht durchquetschen. Wir brauchen also was, um es aufzustemmen. Es ist festgeschraubt. Ich brauche einen Schraubenzieher. Festgeschraubt? Alter, das sind Nägel. Was ist falsch mit dir? So. Ach, das ist halt schon cool, ne? Ich frag mich, ob noch Fische im See schwimmen. Eddie hat uns hier das Angeln beigebracht. Mal gucken, angelst ob die noch angelt. Nö. Und du? Jeden Sonntagmorgen. Sobald ich Fireweed verlassen durfte. Allein? Ja. Zuerst hat es mich wahnsinnig gemacht. Aber dann gefiel es mir irgendwie. Es war entspannt. Im Ernst? Ja, du weißt schon. Der See, das Wasser, der Himmel und ich nur ein kleiner Fleck mittendrin. Ein Fleck mit einem Joint? Immer. Kann doch sein, dass Schrauben reingehauen wurden. Es ist zu früh, um über den See zu laufen. Ja. Ja, ja, ist ja gut, Mädchen. Ist halt, der Typ ist wirklich 1:1 wie ich. Ein bisschen Risiko muss sein. Willst du da wirklich raus? Nein, du hast recht. Ja, wir brauchen Brecheisen. So. Das heißt, wir müssen irgendwie in den Werkzeugding reinkommen. Wenigstens steht die Hütte noch. Ja, aber ich will nicht darüber.
darüber nachdenken, was da drin alles lebt. Tja, wie konnte sie mit dem Ding auf den Straßen hier fahren? Sie hätte sich eher den Hals gebrochen, als ein neues zu kaufen. Ja, ich warte noch auf unsere versprochenen Fahrräder. Ich hatte eins von Eddie, aber ich hab's kaum benutzt. No risk, no fun. So sehe ich das auch immer. Mach auf die Tür. Es ist fest verschlossen. Können auch nicht irgendwie den Charakter ändern. Hintenrum das Fenster, das hier. Da kommen wir ja nicht. Okay. Hier sollte irgendwas Brauchbares sein. Hey, ich sehe ein Schraubenzieher. Jetzt müssen wir nur noch reingehen. Warte, ich fühle mich gerade so seltsam. Dein Band zu fokussieren. What? Und kommt da erst wieder raus, wenn das Thema Picobello ist. Oh. Jetzt kriege ich schon zum millionsten Mal Ärger und das nur wegen dir. Du und deine große Klappe. Du hast doch dasselbe gedacht. Du warst nur zu feige, was zu sagen. Was wird das auch bringen? Sie hört uns doch sowieso nie richtig zu. Ich schreie es ihr lieber in ihr blödes Gesicht, als stumm wie ein Fisch zu sein. Das ist cool gemacht. Mist, Schlüssel vergessen. Wir müssen ihn zurücklegen. Vielleicht verstecken wir ihn irgendwo. Nur so, aus Spaß. Die Kobolde sollen der Prinzessin helfen. Keine Streiche spielen. Was soll's? Du bist langweilig. Ich will nur nicht, dass es ihr noch schlechter geht. Wow. Ist das eben echt passiert? Weiß nicht. Ich hab's auch gesehen. So fühlte es sich an, als wir unsere Gedanken teilten. Mit unserer Stimme. Ja, stimmt. Aber das waren wir vor 10 Jahren, oder? Ich kann mich kaum daran erinnern. Glaub schon. Und, das ist neu, oder? Ja. Wir teilten Gedanken und Gefühle, aber Erinnerungen konnten wir noch nie abspielen. Wie kommt es dazu? Creepy. Und wieso die Erinnerung? Ich weiß nicht. Das ist gruselig. Ich sag auch noch creepy und das doch die. Aber die Stimme war immer gut. Das vielleicht auch. Ich spüre wieder etwas. Bei der Scheune. Ja, ich mich auch. Gehen wir zum stummen Frosch. Ich komme. Was? Hör auf zu schmollen. Ich hab doch gesagt, es tut mir leid. Tut es dir nicht. Okay, dann willst du wohl nicht sehen, was in der Schatzkammer versteckt ist. Was? Oh, doch, das will ich. Das ist echt cool gemacht, oder? Jetzt zum wissen wir, wo wir suchen müssen. Dummen Frosch. Nur daran erinnern, welcher der stumme Frosch ist. Hier ist nichts. Ah, also. Fuck. Wer von euch versteckt den Schlüssel, hm? Der in der Mitte. So, aber irgendwie... Die Steuerung ist halt ein bisschen wanky. Verdammt, wo ist der Schlüssel? Wirklich? Spaß. Oh, komm schon. Spaß. Okay, sorry. Danke, dass du nichts verraten hast, Kumpel. Das kacke Fliege ist wieder da. Moment. Hab ich da? Wanky Denky habe ich weggeklappt. Scheiß Fliegen, ey. Das ist so dieses Leid im Sommer, ne? Fliegen. Wenigstens steht die Hütte noch. Ja, aber ich will nicht darüber nachdenken, was da drin alles ist. So entsperren? Tja, besser lebend als tot, was? Igitt, ja. Kümmern wir uns später darum. Aber es ist eigentlich so, wenn du im Sommer Fliegen killst, ne? Killst du eine, kommen 5 neue. Das ist wie so ein... Weiß nicht. Hab ihn. All die Mühe für einen Schraubenzieher? Hast du eine bessere Idee, wie wir reinkommen? Zeig mir auch mal mit. Ha. Wo kommt die Kiste her? Sieht brandneu aus. Von mir ist sie nicht.
War vor kurzem jemand hier? Heute ist euer Glückstag, Vögelchen. Wie war das? Ich bin gut zu Vögeln? Er ist echt festgeschraubt, ne? Klar, weißt du, als ob. Da waren noch locker zwei Schrauben drin. Das war unser erstes Versteck, weißt du noch? Wer weiß, was jetzt da unten lebt? Der Grinch. Alles okay da unten? Oh, hör auf, hab letztens per Insta überall offen abends eine Wanze, die Ohrenkneifer und ein Käfer nach draußen begleitet. Die Scheiße. Was? Okay, schön. Keine Pflanzen, Insekten. Alles klar. Diesmal gehe ich wirklich rein. Ja, die sind halt schon echt dreist. Wir sehen uns gleich bei der Eingangstür. Wobei, die suchen sich ja eigentlich auch nur einen kühlen Ort, ne? Bam, Junge. Kopf geknallt. Nicht zufällig, wie man zur Luke kommt. Ich glaube schon. Wir finden es zusammen heraus. Alter, wie creepy das ist. Stell dir mal vor, du hörst. Nach links, glaube ich. Stell dir mal vor, du hörst deine Schwester oder deinen Bruder in deinem Kopf. Dann nach den Kobolden wieder links. Ich frage, nach welchen Kobolden? Nimmt das Game eine kranke Wendung und zwischen euch beiden läuft was. Wow, hätte echt nicht gedacht, dich nochmal zu sehen. Es ist lange her, Kumpel. Ah, ist schon cool. Also ist schon wirklich cool gemacht. Hier auch noch mal so. Moment. Das war unser Schatz. Das ist nur Müll. Alles war für uns ein Schatz. Unsere Fantasie war grenzenlos. Echt so, als Kind hast du wirklich alles als Schatz angesehen. Marianne nahm uns wegen der Teller ständig in die Mangel. Aber ein Kobold bewahrt seine Schätze. Weiß ich nicht, müsste es aber eigentlich. Pink. Es musste immer pink sein. Unser alter Drachen. Aber die Flügel wurden wohl gestutzt. Ruhe in Frieden, tapferer Vogel. Jetzt ist der Rob angefickt. Der hat jetzt auch Bock. Schatz vorbei. Geradeaus. Also, ich war beinahe davon überzeugt, dass unsere Stimme eine weitere Kindheitsfantasie war. Ich auch. Aber wir sind wirklich verbunden. Beware the Mass Hunter. Okay. Also ruhige Games, die wie ein Spielfilm sind, mag. Ja, mag ich auch. Okay, da kommen wir also nicht durch. Heißt, wir hätten nach vorne. Einfach gerade ausgemusst. Tatsache. Du hattest recht.
Was bist du denn für ein Kerlchen? Sieht aus wie Jar Jar Binks ein bisschen. Ich hätte Gold geholt. Nicht mal im Traum. Okay, das heißt, wir gehen jetzt wieder raus, oder was? Blöde ist, dass man halt hier unten drunter sich nicht schnell bewegen kann. Ja, und wir kommen noch nicht mal mehr raus, was? Was gefunden, was ich weiterbringen würde. Normalerweise wird dir das oben rechts angezeigt. Aber gerade ist da eher nicht. Ich glaube nämlich, du übersiehst was. Das kann sein, deswegen laufe ich hier den Gang nochmal ab. Hier gibt es ja immer wieder ein paar Dinge. Ein Schraubenzieher. Die Entwickler sind nämlich immer so fies und hinterlassen an irgendeiner Ecke was. Da hat sich nicht. Aha. Wenn du so gehst, so, ne, dann übersiehst du das halt schnell. Muss halt immer schön nach oben die Augen halten. Wusste ich doch. Das sind halt so Spiele mit viel Liebe zum Detail. Und das sieht man auch. Alleine diese verstaubte Umgebung, dass du halt so Staubpartikel rumfliegen hast und all sowas. Tyler, bist du da? Also ich weiß jetzt nicht, ob man das so im Stream sieht, wegen der Komprimierung. Komme. Das ist schon wirklich atemberaubend. Alles okay? Ich überleb's. Schön, deine Stimme zu hören. Ja, ebenso. Also, kommst du rein oder nicht? Ich arbeite dran. Hat die denn jetzt Zuckungen gehabt? Da wären wir. Da wären wir. Also, wo fangen wir an? Wir entscheiden, was wir behalten, was weg kann und sehen, was wir noch so in diesem Haus finden. Okay. Errungenschaft freigeschaltet. Heimkehr. Mal gucken wir direkt mal hier so, ne? Reparatur für die Waschmaschine. $163. Okay, mal sehen. Regal kaputt, Krug kaputt und die Waschmaschine kaputt. Der Trockner hat eh nie funktioniert. Wäsche aufhängen habe ich gehasst. Hab wochenlang dieselben Sachen getragen und mich so davor gedrückt.
Wow. Alter, wochenlang dieselben Sachen tragen. Junge. Der muss gemüffelt haben, der Bruder. Wir brauchen hier eine Putzkolonne. Oder einen Exorzisten. Wie wär's mit dem exorzierenden Putzer? Die gruseligen Masken müssen weg, um mögliche Käufer nicht zu verschrecken. Oh, du willst also niemanden mit diesen Masken erschrecken? Hey, ich hab die Maske nur aufgesetzt und Krieger gespielt. Du hattest immer wahnsinnige Angst davor. Aha. Nicht, dass ich sie sehr lang tragen durfte. Ah, ist schon cool. So, Badezimmer, Alter, voll das abgerockt. Riecht immer noch nach Marianne. Einmal richtig putzen, dann ist das auch erledigt. Ja, wobei ich ja sagen muss, so Badezimmer putzen bin ich halt auch nie so der Fan von. So, Wäsche aufhängen und so, alles gut, okay. So, ja, ist jetzt Kochen, etc. Mache ich gerne, aber so putzen ist halt nicht so mein Fall. Ich wollte dieses Kleid im Garten vergraben, aber Marianne hat mich erwischt. Es war ein hübsches Kleid. Naja, wir wissen ja beide, hübsch war nie mein Ding. Was würde der junge Tyler denken, wenn er jetzt reinkäme und mich sehen könnte? What? Was machen wir mit all ihrem Schmuck? Tja, ich werde ihn bestimmt nicht tragen. Dann also Spendenkiste. Handgemacht. Nach 10 Jahren noch heil. Wahnsinn. Das könnte man vom ganzen Haus behaupten. Die Lautstärke vom Game, warum ist es leise? Wow. Besser? Sie hatte ihre komischen Hausmittelchen ganz vergessen. Und wie sie sie immer an uns ausprobierte. Wie an Laborratten. Ja, es ist halt, ich habe halt nur so einen Master-Volume-Regler für den Desktop-Audio. Und hier ist das halt schon komplett auf laut gestellt. Weißt du noch, jeder von uns wollte immer am größten sein. Als ob wir darauf irgendeinen Einfluss gehabt hätten. Und am Ende war es ein Unentschieden. Ja, und das ganze Dehnen hat mir überhaupt nichts gebracht. Ja, das haben wir aber als Kinder auch gemacht. So an den Türrahmen waren immer so abgemessen. Und mein kleiner Bruder war immer größer wie ich. Und das hat mich halt voll abgefuckt. Aber dann später, wo man halt so Biologie hatte im Unterricht und die Genetik dann verstanden hat und man dann gesehen hat, so, okay, er hat einen anderen Vater, der ist größer und dies und das und jenes, dann hat es natürlich eingeschlagen wie so eine Bombe. Da hat es Klick gemacht. Da war dann der Aha-Moment. Was wollte sie mit all den Einmachgläsern? Sie tauschte selbstgemachte Marmelade immer gegen neue Sachen ein. Sie hat alles getan, um über die Runden zu kommen. Naja, nicht alles. Wow, worauf sie anspielt. Wir hatten nie Zeit, die Sammlung zu vollenden. Das ist aus einem der Preisautomaten vom Wecki-Laden, stimmt's? Ja, man schob eine Münze auf dem kleinen Tablett hinein und voila, ein Sticker kam raus. Das ist cool. Ja, da gibt es wohl nichts. Da unten kann ein Doggo rein oder raus. Beste Mom. Meinst du, wir haben das ernst gemeint oder wollten wir sie nur glücklich machen? So oder so stimmt es nicht. Wow. Warte. Was wollte sie mit all den Einmachgläsern? Sie tauschte selbstgemachte Marmelade immer gegen neue Sachen ein. Sie hat alles getan, um über die Runden zu kommen. Naja. Nicht alles. Böse. Schnur, Kleber, Gaffer. Damit lässt sich wirklich alles reparieren. Marianne liebte es, Dinge zu reparieren. Nicht, wenn wir sie kaputt gemacht haben. Ich repariere gerne Dinge. Verdammt.
Da war ich zu langsam. Egal. Können wir nochmal? Nee, leider nicht. Ich dachte nach all der Zeit. Jo, hier, Schneeschuhe. Ist halt schon krass, ne? Hier so runtergucken. Hey, was machst du denn da unten? Was glaubst du denn wohl? Nachsehen, ob es sich lohnt, etwas aus Marianne's Durcheinander zu behalten. Machst du Fortschritte? Nicht wirklich. Und du? Was machst du da oben? Wenn man eine Benachrichtigung bekommt, dann hört man gar nichts mehr. Ach, ich plane nur die Weltherrschaft an mich zu reißen. Oh, so eine große Verantwortung. Na, ob du das hinkriegst, Ronan? Oh, ihr Kleingläubigen. Ich schätze, jetzt ist unser Zimmer an der Reihe. Ich komme gleich nach. Ah, das ist schon echt cool. Gerade auch hier. Er holt sich da üben einen runter. Was? Holt er drüben einen runter, wäre die bessere Antwort. Ja, das ist. Wo kommst du denn her? Teleborn Sword. Okay. Ja, so vorlesen werde ich jetzt halt nicht, weil lese Rechtschreibschwäche. Das würde dann ewig dauern. Na, das fühlt sich doch wie zu Hause an. Ungelogen, so sah unser Kinderzimmer damals auch aus. Wieso war ich mit diesem Poster einverstanden? Es war mein Lieblingsfilm. Damals. So viel zu meinem Traum, Eishockeystar zu werden. Marianne fand Sport zu aggressiv, zu wetteifernd und zu gruppendenkerisch. Ah ja. Also eine Sache muss man Marianne wirklich lassen. Wir konnten unsere kreative Seite ausleben. Wenn du Eddies Gesicht gesehen hättest, als ich sein Auto lackieren wollte. Ja, Onkel Eddie hingegen hat deine künstlerische Ader wohl nicht geschätzt. Nenn ihn lieber Chief Brown, wenn du schon so ein Arsch sein willst. Ja, die kann sich halt auch nicht entscheiden. Onkel Eddie, Chief Brown. Sieh mal, was ich hier hab. Was? Nur unsere großartigste Schöpfung. Das Buch der Kobolde. Jetzt im Ernst? Warst du die ganze Zeit in dieser Truhe? All diese Geschichten. Ich hatte noch viel mehr auf Lager. Marianne hat viele geschrieben. Ja. Nur in diesen Momenten schien sie wirklich friedlich. Das ist cool. So. Hast du auch so komische Erinnerungen, die du vor dir siehst? Ja, immer. Mann, wo ist es? Suchst du etwas Bestimmtes? Mein Tagebuch. Davon hast du mir nie erzählt. Ja, so wie Marianne war, wollte ich es erst recht, so gut es geht, vor ihr geheim halten. Marianne. Ja, als sie es damals gefunden hat. So. Da passiert nämlich immer sowas. Ja, aber ohne Witz, manchmal habe ich, wenn ich bei meinen Eltern bin, wirklich so. Was denn? Mein Tagebuch. Wie so Bewegtbilder, die vor mir hervorlaufen. Quasi wie sowas. Alles, was ich mache, ist. Wenn ich in meinem alten Kinderzimmer bin oder so. Gelesen, oder? Dazu hattest du kein Recht. Ich darf alles, was ich tun muss, um mein kleines Mädchen zu beschützen. Ich bin nicht dein Mädchen. Ich hasse dich. Du wirst immer mein kleines Mädchen sein. Und egal, wie sehr du dagegen kämpfst. Ich bin gleich verstört, die zwei. Es geht. Haben halt wohl keine schöne Kindheit gehabt. Und nur sich zwei, um sich zu beschäftigen. Das war jetzt ihre Erinnerung. Oder seine? Warum habe ich es nicht kommen sehen? Sie hat es mir ins Gesicht gesagt.
meine Transition hätte sie auch mit Gewalt verhindert. Ach so, das ist so ein Transboy. Ah. Tyler. Jetzt gecheckt. Ich hätte wissen können, dass sie so weit gehen würde. Ich will das Tagebuch zurück. In ihrem Zimmer habe ich noch nicht gesucht. Okay, jetzt habe ich's gecheckt. Denn jetzt? Dieses Tagebuch war mir wichtig, Allison. Meine Gedanken aufzuschreiben half mir zu sehen, wer ich bin. Ja, genau. Gut. Dann suchen wir es. Wir waren mal ein Mädchen, richtig. Ob ihr Zimmer noch verschlossen ist? Das war es immer. Ich bin nicht so heiß drauf reinzugehen. Ich weiß. Hey, die Postkarte, die wir uns aus Juno geschickt haben. Für immer allein. Was? Wir hatten kaum jemanden. Wir waren sogar unsere eigenen Brieffreunde. Warum passt die Stimme nicht? Also ich meine... Tyler, bitte melden. Du nimmst ja Hormone dafür, damit deine Stimme anders klingt. Verstanden. Machst halt auch Stimmtraining und. Ja nicht erwischen. Over. Der wilde Jäger. Oh, da kriege ich immer noch Gänsehaut. Ich wünschte, ich kann. Also ich kenn's halt von Freunden von mir. Als der Eiskönig die Hexe einholte, ja, schallte seine wütende Stimme durch den ganzen Wald. Für deine Tücke wirst du auf ewig an den See gefesselt sein. Was? Niemals. Sei still, ich lese. Du wirst ihn nie wieder verlassen können. Auch nicht bei Vollmond. So blieb die Mondhexe im See gefangen und versuchte nie wieder von dort zu fliehen. Und dann der Titel. Was meinst du? Nicht schlecht, was? Ist schon okay. Aber ich hätte das Ende geändert. Was? Niemals! Der Eiskönig, den hatte ich völlig vergessen. Weil es gefährlich war, seinen Namen zu nennen. Er war zu mächtig. Okay, wusste ich nicht. Ja doch, also sobald eine Frau männliche Hormone nimmt, dann geht, also verändert sich die Stimme sowieso und der Haarwuchs im Gesicht und an den Beinen tritt halt stärker ein. Und ja, potenziell jemand, der halt mehr zu Aggressionen neigt, bedeutet eine Frau, die sowieso schon aggressiv ist zum Teil und schnell aus der Haut fährt, wird dann noch aggressiver. Ich kenne das halt von einer ehemaligen Freundin von mir, die hat sich umoperieren lassen zu einem Typen. Und holy shit, die ist jetzt aggressiver, wie ich damals in der Schulzeit war, wo ich mir denke so, okay, da willst du mal nicht irgendwie zwischengrätschen, weil dann bist du direkt aus den Socken geboxt. So, besser mal nicht. Beim Eishockey-Team. Mom. Entschuldige, was? Oh, das geht nicht. Vielleicht nächstes Jahr. Du hast es versprochen. Quengle weiter so und aus dem nächsten Jahr wird ein nie. Schneidest du mir die Haare? Die sind gut, so wie sie sind. Aber ich will kurze Haare. So richtig kurz. Was? Ich bin müde und beschäftigt. Reden wir später darüber. Das sagst du immer. Es hat so genervt, dass Mary Ann zu allem Nein gesagt hat. In den letzten Monaten war sie nur noch schlecht drauf. Ja, und komplett taub gegenüber allem, was ich eigentlich von ihr brauchte. Zu mir hat sie auch ständig Nein gesagt. Stimmt, doch bei mir fühlte es sich persönlich an. Ja, es ist halt schon scheiße, weißt du, wenn du so einen Elternteil hast, was das halt absolut null akzeptiert. Ich meine, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, geht gar nicht oder sonstiges. Ich sag mal so, jeder Mensch hat seine Daseinsberechtigung, so, ne? Und seine Neigung. Aber mir persönlich soll man damit halt nicht auf den, naja, Keks gehen. Ich grüße dich, muss mich fertig machen. Alles klar. Dann viel Spaß und pass auf die Kleine auf. Ich wusste gar nicht, dass ich den Geruch von Feuerholz so vermisst habe. Nicht genauso wie du. Ja, Mary Ann war meistens so müde, dass sie auf der Couch einschlief. Ah,
Deswegen war es so schön. Keine Mary Ann. Die ist dieses Wochenende nicht da. Wir haben die Stimme benutzt, um sie nicht zu wecken. Wir blieben die ganze Nacht wach, erzählten Geschichten, sahen dem Feuer beim Ausgehen zu. Und Mary Ann wusste von nichts. Das hat den Anschein, dass die zwei irgendwie Zwillinge sind oder so. Und deswegen diese Verbindung haben. Bin mir da jetzt aber nicht so sicher. Sie hat so viele Fotos gemacht. Ja. Als müsste sie jede Sekunde unseres Lebens festhalten. Behalte ein paar davon, wenn du willst. Ach, nein, danke. Ich meine, ich mag die Fotos von uns. Aber ich kann einfach nicht vergessen, dass sie hinter der Kamera stand. Ja gut, dann, wenn man absolut keine Erinnerung daran haben will, kann man das verstehen, wenn die Kindheit so beschissen war. Das ist schon ein bisschen harsch, oder? Warte. Was? Erkennst du das? Ja, leider. Löse mein Rätsel für das Recht, in das Gemach der Prinzessin einzutreten. Ein kräftiger Stoß dürfte die Sache erledigen. Schon klar, wir könnten sie mit Gewalt öffnen. Aber es wäre doch witzig, es endlich zu lösen, oder? Wir haben unterschiedliche Definitionen von witzig. Gut, aber wenn wir sie eintreten, müssen wir sie danach reparieren. Versuchen wir es zuerst mit dem Rätsel. Ja gut, das stimmt. Hast du unser Buch? Ja. Gib mal her. Oh, weia. Was suchst du denn? Das Bild an der Tür, es erinnert mich an eine Geschichte aus dem Buch. Eine von Mary Ann. Du erinnerst dich viel besser als ich. Tja, das Buch der Kobolde war meine Idee. Das durfte auch nie jemand vergessen. Hier ist sie. Die mit dem Prinzessinnenfest. Lies mal. Vielleicht stehen die Symbole für etwas in der Geschichte. Geistererinnerungen, Bilderbuchrätsel. Komischer Tag. Komische Kindheit. Touché. So. Das heißt, wir müssen jetzt das Buch eigentlich lesen. Buch der Kobolde, so. Das heißt, wir müssen jetzt gucken. Zurück. So, Princess Party. Ist ja schön, wenn das alles hier auf Englisch steht, so, ne? The Princess makes friends. So. Okay. Was? Princess was melancholy because it was 1 year anniversary. Blah 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 blah. Sadness, friend. Moves. Also der Elch, Bär und noch. So. Der Elch, der Bär. Muskrat, was ist eine Muskrat nochmal? Oh. Die Gans.
Und boom. Jau. Wir sind drin. Das nenne ich creepy. Ich dachte irgendwie, wir könnten unseren Erfolg mehr auskosten. Also hör mal. Und wie ich das auskoste. Das darf ich mir jetzt sicher ewig anhören. Sollten wir mit der Suche beginnen? Keine Ahnung. Wo würde sie wohl die persönlichen Gedanken anderer verstecken? Die persönlichen Gedanken anderer verstecken würde ich persönlich in der Schublade. Tada! Hier ist es. War klar. Ich hab's gewusst. Ob sie es gelesen hat? Na klar, sie war so neugierig. Ja, krass. Raising your transgender child. Jugendcamp für Tugendstrebende. Okay. War wohl doch nicht alles so scheiße, wenn sie sich halt da ein bisschen Gedanken drum gemacht hat. Tyler. Tyler. Was? Guck mal. Her. Es lag da, auf ihrem Schreibtisch. Wirklich? Willst du mich verarschen? Okay, lass uns das jetzt nicht überinterpretieren. Das ergibt doch keinen Sinn. Sie war wütend, oder? Sie war wütend über meinen Haarschnitt. Sie griff mich wegen meines Haarschnitts an. Sie war wütend und ging auf dich los. Wir haben's gesehen. Was soll der Scheiß dann? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Tyler, okay, das ist weird. Komm her. Das kann sie mir nicht antun. Nicht jetzt. Da ich endlich einige Dinge begriffen habe. Oh, das war dein erster Fehler. Zu denken, dass irgendwas hier Sinn macht. Zehn Jahre unter der Erde und sie schafft es immer noch, uns zu behelligen. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich glaube, ich brauche frische Luft. Ja, das bräuchte ich, glaube ich, nach dem Schockmoment auch. Kranke Scheiße, Leute. Kranke Scheiße, ohne Witz. Die Ladesequenz dauert jetzt halt echt ein bisschen länger, ne? Bist du dir auch wirklich ganz sicher? Bin ich. Jetzt mach. Okay. Dann mal los. Oha. Wo
Das sieht echt toll aus. Im Ernst? Ja. Ich will es gleich Mom zeigen. Sie war in letzter Zeit so traurig. Mehr als traurig. Sie war echt unheimlich. Aber nicht heute Abend. Es war schon fast wie eine Party. Danke sehr, Allison. Du musst mir nicht danken. Du bist meine Schwester. Ich fühle mich mehr wie dein Bruder. Bruder, Schwester, wir passen auf uns auf. Aber ich bin sicher, ich habe dir gerade einen schlechten Haarschnitt verpasst. Ah, schön. Mom? Mom? Hey, warum geht das Licht in der Scheune an? Das ist schon so Freddy Krueger oder Jason Voorhees Stuff. Mom? Oh nein. Oh, nein, 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 nein. Das ist falsch. Das ist so falsch. What? Warte! Stopp! Jo, wenn meine Mom mit einer Flinte vor mir stehen würde und sagen würde, nein, 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 das ist sowas von falsch, dann würde ich auch Reis ausnehmen. Holy shit! Schön, dass du es wieder hast. Finde ich auch. Vielleicht wollte sie herausfinden, wie es dir geht. Naja, sie hätte mich fragen sollen. Ich war kein verdammtes Forschungsprojekt. Ich war ihr Kind. Wegen des Buchs. Ein Transgender-Kind aufziehen? Mann, weißt du, wie selten diese Bücher 2005 waren? Wollte sie herausfinden, wie sie mir helfen kann? Vielleicht. Sie war keine Hilfe, sie... Es ergibt keinen Sinn, ich weiß. Deine kurzen Haare haben sie aufgebracht, stimmt's? Allison, sie kannte mein Tagebuch, sie wusste es schon. Es war nicht meine Frisur. Und wenn das nicht stimmt... Scheiße. Du denkst, sie hat's gelesen. Vielleicht hat sie das Tagebuch ja nie geöffnet. Und alles war genauso, wie wir immer dachten. Aber wenn doch, wenn alles anders ist. Gott, Tyler, sicher, vielleicht lagen wir falsch. Aber was nützen uns diese Fragen jetzt? Außer nicht mit dem Gedanken leben zu müssen, dass meine Mutter mich meinetwegen umbringen wollte? Tyler, ich weiß, dass du irgendwas finden willst. Irgendwas, das all dem hier einen Sinn gibt. Aber sie war gestört. Das ist alles? Sie war verrückt? Und das war's? Wir wären sicher besser dran, es hinter uns zu lassen. Warum sprechen wir nicht mit Leuten, die sie kannten? Vielleicht sagt ihnen das Buch ja was. Niemand will über Marianne sprechen. Sie tun, als hätte es die Nacht nie gegeben. Das ist scheiße, aber wir machen mal eine kleine Pause.
So, und warum musste der Nero eine kleine Pause machen? That's right. Brauchte nämlich neues Trinken. So. Mal schnell was einkippen. So. Und dann let's go. Vielleicht weiß Tessa ja etwas. Was ist mit Tessa? Sie war Mary Anns beste Freundin. Sollen wir sie mal fragen? Sicher. Aber sei gewarnt, sie ist sehr empfindlich bei diesem Thema. Vielleicht redet sie ja mit mir. Ich war schließlich immer ihr Liebling. Ganz genau. Wahr. Aber wir müssen eh in den Laden. Zeug für die Reparaturen kaufen. Toll. Zwei Möwen und ein Stück altes Brot. Weiß nicht, ob mir der Vergleich gefällt. Hör zu. Ich weiß, du willst darüber nicht mehr reden. Aber anscheinend bist du erst zufrieden, wenn wir es tun. Also reden wir. Warum den Verkauf unterstützen? Haben wir einen Plan? Und etwas nicht. Du warst heute so gereizt. Ist da noch irgendwas anderes? Nein, nichts. Das glaub ich dir nicht. Ich wäre gern auf derselben Wellenlänge. Ich dachte, das wären wir auch. Wir verkaufen das Haus so schnell es geht und bringen es hinter uns. Ja, das Buch hat eigentlich alles so verändert, ne? Muss man ja schon sagen. Wir haben das Buch gefunden. Das hat alles verändert. Verstehst du das echt nicht? Du hast das Haus während der letzten 3 Jahre ignoriert. Ich dachte, du willst nicht mehr Zeit als nötig hier verbringen. Oh. Also darum geht es hier. Vielleicht. Ja. Weißt du, dein Abschluss war vor 3 Jahren. Und wir treffen uns jetzt zum ersten Mal wieder. Der Zeitpunkt schien mir nicht richtig. Ich war noch nicht bereit, herzukommen. Ja. Es ist nicht so, dass ich dich nicht sehen wollte. Ich war nicht bereit, als Tyler hierher zu kommen. Ich wollte dich besuchen. Ich wollte bei deinem Abschluss dabei sein. Ich wollte dir einen Kuchen aus einer Backmischung backen und peinliche Fotos schießen. Ich weiß. Du hast dicht gemacht. Und als Antwort bekam ich nur Schweigen oder Ausflüchte. Ja, das erste wäre echt gemein, so, ne? Echt. Ich wollte niemanden sehen. Ich hatte mit dem Testosteron angefangen. Und, oh Gott, ich hatte so fiese Akne. Meine Gefühle spielten verrückt und diese Gerüche, Allison. Diese Gerüche. Männer stinken. Ich weiß. Ich habe ein paar gedatet. Ich brauchte einfach Zeit, mit mir selbst klarzukommen, bevor ich das von jemand anderem verlange. Ergibt das Sinn? Ja, ergibt es. Also, ich dachte mir... Müssen wir das Haus denn echt so schnell verkaufen? Das hatten wir schon. Wir waren uns einig, dass wir einen klaren Schnitt brauchen. Glaub mir, das weiß ich. Ich will ja überhaupt nicht lange bleiben. Nur bis wir einige Antworten haben. Und du denkst, die finden wir hier? Vielleicht nicht, aber es ist zumindest ein Anfang. Naja, es wäre schade, wenn es wirklich etwas gäbe und wir entsorgen's. Wie wär's, wenn wir suchen, ohne den Verkauf zu verschieben? Wenn wir sehen, dass wir noch Zeit brauchen, sprechen wir nochmal. Okay. So, okay. Haben wir denn einen Plan? Also, haben wir einen Plan? Yep. Wir befragen die Leute zu Marianne, aber wir halten uns auch an unseren Zeitplan. Wenn dir das so wichtig ist. Okay, dir. Ollies Tagebuch. Ist lang her, seitdem ich diesen Namen gehört habe. Hab wirklich nur ich dich so genannt? Tatsächlich nicht. Hab den Namen Fireweed verwendet, bis ich mich für Tyler entschied. Die meisten hatten kein Problem mit dem Wechsel. Nur leider nicht alle. Was meinst du? Einer meiner Schüler wollte mich einfach nicht Tyler nennen. Er lehnte meine Hilfe ab. So wie die von allen anderen. Tut mir leid. Mir gefällt der Name Tyler übrigens. Danke.
Ja, wollen wir reinlesen? Glaube ich schon. Hauptsache da oben. Schön mit Laserschwertern. Ah, schon viel an Fantasie reingesteckt, ne? Schöner Ring. Von deinem Freund? Komm, ich hab dir doch gesagt, dass ich Single bin. Reit nicht drauf rum. Warum kommt er mir bekannt vor? Ist ein Geschenk von Eddie. Er ließ beide zur gleichen Zeit machen. Beide? Oh, warte. Ja, er soll angeblich mit dem verbunden sein, den er dir gab. Auf spirituelle Art. Glaubst du an sowas? Du meinst, dass wir noch auf andere metaphysische Art verbunden sind? Du weißt schon, neben der, mit der wir Gedanken und Erinnerungen teilen. Punkt für dich. Kann natürlich alles sein. Ich denke, wir sollten aufbrechen. Schon genug von der Aussicht? Gar nicht mal so leicht zu entspannen und zu genießen, wenn man so viel Zeug im Kopf hat. Geh vor. Ich komme nach. Ich muss noch eine Nachricht beantworten. Ah, meine Schwester, der soziale Schmetterling. Wir haben anscheinend einen Eindringling. Was zum Teufel? Du hast noch 5 Sekunden, bevor ich meinen Besitz verteidige. Dein Besitz? 5, 4. Ich bin Tyler. Ich kenne keinen Tyler. 3, 2. Sam? Ellie? Was machst du hier draußen, Mädchen? Na, das ist unser Haus. Habe ich mit dir geredet? Sam, nimm die Waffe runter. Das ist Tyler. Mein Bruder. Ein Bruder? So, what the fuck? Oh, Scheiße. Ich habe davon gehört, aber ich dachte nie. Du siehst ja wie ein richtiger Mann aus. Komisch, du auch, Sam. Du weißt, was ich meine. Ich wusste nur nicht, dass man als Frau so wie ein Mann aussehen kann. Wow. Keine Frau, die wie ein Mann aussieht, Sam. Ein Mann. Ein richtiger Mann. So wie du. Ach, Scheiße. Ich bin wohl wieder ein Arsch. Du musst uns alten Säcken verzeihen. Ganz bestimmt nicht. Komm schon. Ihr Kinder ändert ständig die Regeln. Da kann doch keiner mehr mithalten. Du musst die Menschen eben einfach so respektieren, wie sie sind. Das ist nicht schwer. Nein, nicht schwer. Es ist nur etwas gewöhnungsbedürftig. Dann gewöhn dich dran. Recht hat er. Wir verschwinden nämlich nicht einfach. Und was genau hast du hier zu suchen? Oh, naja. Ich habe für euch den Ort hier im Auge behalten, weißt du. Das Dach ausgebessert, die Rohre geprüft, sowas alles. Danke sehr, Sam. Oh, ja, klar. Kein großes Ding. Wisst ihr, eure Mutter, sie war was ganz Besonderes. Sie hätte mehr verdient als, naja, was sie bekommen hat. Mehr verdient als das, was sie bekommen hat. Du hast Marianne bei Reparaturen und Umbauten geholfen. Oh ja. Oh, eure Mutter hatte ja keinen Mann im Haus. Deshalb habe ich geholfen, den Ort hier in Stand zu halten. Wie altmodisch von dir. Danke. Ich schätze, ihr beiden wollt immer noch verkaufen. Das ist der Plan. Und wir brauchen deine Schlüssel. Da du das Türschloss anscheinend gewechselt hast. Oh, ja, klar. Aber das Haus verkaufen? Seid ihr sicher? Gut oder nicht? Das ist alles, was bleibt. Noch ein paar Stiche. So. Nicht alles. Die Waffe, mit der sie uns töten wollte, ist bestimmt auch noch da. Tyler! Was? Tyler will damit sagen, dass ein Neustart uns beiden gut tut. Natürlich.
Dieser Ort steckt sicher voller schlechter Erinnerungen. Aber vielleicht auch ein paar guten. Kann man ja nie wissen. Na, das Puzzle an der Tür. Alles okay mit euch beiden? Klar. Nein. Oh. Okay. Ja, was denn jetzt? Klar oder nein? Wir sollten gehen. Meinst du, mehr erfahren wir eh nicht? Nee. So besoffen ist er keine große Hilfe. Dann sage ich ihm, er soll gehen. Gut, wir müssen noch einkaufen und Onkel Eddie erwartet uns. Also. Okay, ja, natürlich. Na, dann los, ihr zwei. Sam, wir müssen alle los. Oh, natürlich. Ich habe ja auch viel zu tun. Er denkt halt wirklich, er kann da wohnen bleiben. Alten Sam. Dir wollt Braun sicher nicht warten lassen. Danke, dass du nach dem Haus gesehen hast. Ach, gerne. Ich... Meldet euch gern, wenn ihr was braucht. Egal was. Ich finde, der ist gruselig. Sam? Sam? Die Schlüssel? Oh, klar. Natürlich. Natürlich, die gehören euch. Dieses Haus hat eurer Mutter viel bedeutet. Es war fast so, als war es ein Teil von ihr. Und als ob ein Teil von ihr immer noch hier lebt. Na, hoffentlich ist das Haus kein mordlustiger Psycho, der uns im Schlaf töten will, hä? Oh, ja. Naja, passt auf euch auf. Beide. Also diese Schnitzerei in dem Sofa sieht halt auch so cool aus. Wir haben echt eine Menge zu tun. Okay, na los. Ich bin direkt hinter dir. Das kannst du halt auch nur machen, wenn du halt so dieses Haus dafür hast, an dem richtigen Ort, ne? Wird man das jetzt heutzutage jetzt in so eine moderne Wohnung reinklatschen, dann würdest du dir denken so, ja, nee. Das würde halt einfach kacke as fuck aussehen. Es ist halt echt so. Würde man sagen, hab in die Stadt, ne? Überall diese Hipster. Wie so eine Seuche. Für Veni Vidi Vecchi? Gut, reden wir mit Hesse. Fahren Fjord und kommen nie wieder, ne? Wie war das? Aber denk dran, dass deine Erinnerung an sie schon 10 Jahre auf dem Buckel hat. Schon klar, doch das wäre nicht der Fall, wenn sie zu mir nach Fireweed gekommen wäre. Das ist sie aber nicht.
Ich nehme an, das ist Michael. Und ich nehme mal an, wir machen an dieser Stelle eine Pause. Denn das war's dann mit dem morgendlichen Stream. Vielleicht gibt es heute Nachmittag, schrägstrich Frühabend was. Ich will draußen noch was von der Sonne erleben und ja, wie gesagt, ihr könnt das Ganze auf YouTube euch nochmal anschauen. In dem Sinne, wir sehen uns. Haltet die Ohren steif. Bis dann und ciao.